Obwohl sie schon fast erwachsen sind, können sich die fünf Freunde immer noch behaupten. Teil 4 landet in dieser Woche auf Platz 3. Also die Mumie, das ist ja jetzt nicht so ganz mein Fall. Er war mal ein Superheld oder hat jedenfalls mal einen gespielt. Und das wirklich. Also Michael Keaton war Batman, aber die Figur des Rick Thompson, die er hier spielt, die war Birdman. Ähnlich kompliziert, wie das hier klingt, ist auch der Film. Birdman landet auf Platz 2. Wo sind wir hier gelandet? In diesem Drecksloch. Du bist ein Filmstar, schon vergessen. Du bist Birdman. Lass uns noch einmal zurückgehen und ihnen zeigen, wozu wir imstande sind. Er pfeift ab und an aus dem letzten Loch. Ein grundguter, tollpatschiger Roboter, der allen die Show stiehlt. Baymax behauptet sich auch in der zweiten Wertungswoche auf Platz 1.